einer über. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, oh yeah. Gut, die Leiche wird nicht gesehen, das ist gut. Aber was ist das denn für ein leuchtendes Ding? Wir haben ja sowieso hier alles untersucht, ne? Wir fliegen mal darüber. Gucken, was da hinten ist. Wo ist eigentlich Leni? Ist bestimmt nur ein Protzer, oder? Ich weiß es nicht. Haha. 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 Wo ist Leni eigentlich? Na klasse. Gut, kümmern wir uns um den Drachen. Ist ja mal wieder wunderschön hier. Gerade erst in Solstheim angekommen. Oh, hi Leni. Wo läufst du hin? Gerade ist hier angekommen und schon kommt wieder dieser dämliche Drache daher. Und ich habe gerade erst die Drachenknochen aus meinem Inventar entfernt. Du bist ein Spacko. Hättest du nicht irgendwie eine Folge früher kommen können? Ganz ehrlich. Na komm. Komm. Wo läuft eigentlich Leni rum? Achso, anstatt mal zu zaubern. Nö, steht einfach nur doof rum. Ist klar. Oh, ein schöner Kritischer. Du wirst von Wachen belagert. Was willst du machen, Drache? Komm runter. Komm runter. Aber stürzt bitte nicht ab. Wenn er da oben ist, wird er hochfliegen gleich. Und dann abstürzen. Vermutlich wieder an derselben Stelle. Ja. 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 Wunderschön. Müssen wir wieder hinlaufen, ey. Dieser Spasti-Drachen. Immer auf derselben Stelle. Ich dreh durch. Ist doch nicht mehr normal. Leni, kommst du wenigstens mit? War ja klar, dass sie nicht mitkommt. Wer redet hier? Der Boss sagt, ihr sollt mitkommen. Alter, hör auf mich zu verbrennen. Alter! Wo ist mein Heilen? Schnellheilung. Es wird Zeit zu gehen. Oh mein Gott. Aber Wiederherstellung verbessert, immerhin. Hör auf mich anzuhusten, ey. Das ist doch widerlich. Mit wem spricht die da? Ach du Scheiße. Objekte? Wir brauchen jetzt einen Heiltrank, sonst überleben wir das nicht. So, wir können ja mal Gesundheitssenken draufsetzen. Und Heilung. Na, nee, nächste Mal jetzt da. Es wird Zeit zu gehen. Los, gehen wir. Wer quatscht hier? Der Boss sagt, ihr sollt mitkommen. Es wird Zeit zu gehen. Spricht sie mit den Leichen? Los, gehen wir. Es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit zu gehen. Los, gehen wir. Los, gehen wir. Du nährst, wo bist du? Ich habe ihm schon einmal Nein gesagt. Moho, was war das? Das Töten nimmt kein Ende. Piratenmagier? Na, wenigstens nervt sie nicht mehr. Es wird Zeit zu gehen, es wird Zeit zu gehen, es wird Zeit zu gehen. Nervbalken, ey. Pirat. Todesmal? Schauen wir gleich mal rein. Ach, scheiße, jetzt habe ich Wein mitgenommen. So, Objekte. Zauberte. Nein. Nein. Bücher. Todesmal. Eine Piratengeschichte. Achso. So, jetzt lass uns nur zurückgehen und das beobachten, was wir untersuchen, was wir untersuchen wollten, ey. Bevor der Drecksdrache hier gekommen ist. Na, du Scheißskelett. So. Ja, Supulus. Wer nennt schon so eine Pflanze Supulus? Was ist das überhaupt für ein Name? Hört sich an wie eine Suppe mit Ulus. Suppelus. So. Gut, wir müssen hier mal runter. Leni wird schon irgendwie hinterherkommen, denke ich mal.
Dann wollen wir mal herausfinden, was da hinten ist, was da leuchtet. Aber dieses Gebäude haben wir auch noch nicht untersucht, ne? Da sollten wir auch mal reingehen. Was bist du denn für ein Gebäude? Severin-Anwesen? Waren wir da nicht schon mal drinne? Oder waren wir in einem ähnlichen Anwesen? Hier sind überall Anwesen, also ganz ehrlich, da kann man sich mal täuschen. Wollen wir mal rausfinden, was wir hier so klauen können? Oder wen wir beklauen können? Wir haben eigentlich fast die ganze sämtliche Stadt beklaut, ne? Ach, das ist der. Der waren wir doch schon. Huch. Skaldorf an der Ostküste Solfsheim ist eine Heimat eines uralten Nordstamms, der als die Skal bekannt ist. Daher kommt die Rüstung. Ah. Ich verstehe. Aber die... Nee, die hat doch die gleichen Schuhe. Haben wir diese Schuhe an? Da kommt also die Rüstung her. Aber wieso haben wir ihn in den Himmelsrand getroffen? Und auch noch ein Dieb? Kommt er von hier? Das ist interessant. Wobei der auch noch heftig stark war. Das ist auch noch eine Insel. Hier in seinem Schrein. Hier schuften wir. Warum? Auf das wir uns erinnern. Des Nachts holen wir uns wieder. Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Geheimnisse, die ich zu lüften gedenke. Was tun die Leute hier? Ganz eindeutig bauen sie etwas. Ja. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Das ist wie der Tempel damals. Sie sind wie Sklaven. Habt ihr versucht, das aufzuhalten? Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Wächst er. Was könnt ihr mir über Morrowind erzählen? Der Rote Berg dominiert die Insel. Ab und zu landen Asche und Geröll einer Eruption an unseren Küsten. Unsere Augen waren einst geblendet. Sind wir fertig? Nein. Ich mir schon. Wir sind noch lange nicht fertig, mein Freund. Was hast du denn? Nichts? Was ist das? Erdstein. Was? Doch nun siehst du durch mich. Faszinierend. Durch die Berührung des Steins scheint dir demselben Einfluss unterlegen zu sein. Doch nun wird ach, ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Faszinierend. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Ein wiederholter Kontakt könnte... Es sei denn, natürlich, ihr könntet mir bei meinen Nachforschungen behilflich sein. Euch zu beobachten, könnte sehr aufschlussreich sein. Aha. Dann ist es um diese Fertigkeit. Probieren wir es nochmal. Das erscheint mir äußerst unwachsam. Hier in meinem Schrein. Den du vergisst. Ich frage mich, wie lange dieser Effekt wohl anhält. Möglicherweise ist er so bleiben wie bei den anderen. Woran soll ich mich erinnern? Das wäre äußerst schade. Ihr wart eine Erneuerung eines jeden betreffenden Phänomens. Wächst er. Nochmal, warte. Doch so nah. Hat er mir noch mehr zu erzählen? Das erscheint mir äußerst hoch. Deine Hände waren einst untätig. Könnt ihr mich hören? Ist noch eine Spur frei. Und wenn die Welt erst sieht, vollständig unter diesem äußeren Einfluss sich erinnert. Woran erinnert? Hier in meinem Schrein. Ich glaube, das kannten wir schon. Nicht so außergewöhnlich zu sein. Essen haben. Das ist crazy. So macht er das also.
So holt er sich das. Ich möchte gerne da hinten mal vorbeischauen. Das da hinten ist Morrowind, sag ich schon, Himmelsrand. Das ist der Rote Berg. Und das da hinten ist Morrowind, glaube ich. Was ist das? Ist echt mal crazy hier. Könnte eine interessante Geschichte werden. Und ich habe die ganze Zeit Mirak hier in meinem Schrein. Klasse. War das ein alter Schrein? Definitiv interessant. Hängt da ein Nettchen in der Luft? Auf dem Wasser? Huch. Tatsächlich. Die schweben da alle rum. Ja, lass uns mal an Land gehen. Und mal das Erforschen anfangen. Das interessiert mich immer herzlich viel. Leni? Weil die braucht wahrscheinlich eine Weile, bis sie bei mir ist. Oh, Nianwort ist immer gut. Frage ist, ob die böse sind, die Tiere. Und ob ich denen Schaden zufügen kann. Ach du Scheiße. Diesen C. Aber ich habe Leni an meiner Seite. Netsch Bulle. Das da hinten war. Ich glaube, der steckt fest. Oh Gott. Lass mich bloß in Ruhe. Verzieh dich. Zum Glück habe ich Leni auf meiner Seite. Ich habe nämlich überhaupt gar kein Damage gegen die. Alter Schwede. Schauen wir mal nach. Netschgelee, Netschleder. Definitiv interessant. Aber der Untertitel da unten nervt ganz schön. Alter Schwede. Ich glaube, es hat sich festgebrannt. Nicht, dass wir es jetzt die ganze Zeit im Let's Play haben. Wäre ein bisschen schade. Aber ich denke mal, beim nächsten Ladescreen wird das weg sein. Jedenfalls ergibt das Sinn. Also wirklich viel bringen die mir auch nicht, ne? Ich glaube, den hat Leni umgebracht. Ah, das ist ein Kalb. Ja, klasse. Leni kümmert sich um das Kalb, weißt du, und ich mach die Großen. Apropos. Wo ist sie? Ach da. Ich würde schon sagen, was machst du denn da? Schauen wir mal weiter hier rein. Jetzt gibt es bestimmt unendlich viel zu erkunden. Wow, die Wellen. Das sieht ja geil aus. Ich würde gerne da zu diesem Haus. Ich weiß nicht, Häuser interessieren mich immer sehr. Weil da immer viel zu klauen gibt. Wenn ich hier hochkomme. Das ist auch eine Burg oder so, ne? Okay, hier werde ich wohl schlecht hochkommen. Wir müssen hier entlang. Um weiterzukommen. Ach man. Na, oh Gott, ich hab's geschafft. So, die Zeit der Erkundung hat angefangen. Oh, ich freue mich. Was ist denn hier? Hier ist das Anwesen. Mine, Rabenfelsmine. Das ist die mit dem Ebenerz. Und wir sind fast Level 37, krass. Das heißt... Lautlosigkeit haben wir immer noch nicht hochgekriegt. Aber dafür levelt es sich sehr schnell hier in Solfheim. Das gefällt mir, sehr. Wir werden vielleicht sogar Level 50 erreichen können. Das wäre, glaube ich, ein gutes Ziel für für die Staffel. Wäre das ein gutes Ziel. Schauen wir mal, ob es hier eben Erz gibt. Ein Schiffssymbol. Verdammt, Frau, lasst mich.
Kreskius, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Und ich sage, ich werde tun, was in meiner Macht steht, um die Überreste meines Urgroßvaters zu finden. Er ist da unten, ich kann es spüren. Das war vor fast 2 Jahrhunderten. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Kreskius, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Denkt nicht mal im Traum daran. Ich mach gar nichts, alles cool. Oh. Ich bin unsichtbar. Tada. So. Bitte entschuldigt Kreskius Gerede. Worüber habt ihr euch mit Kreskius gestritten? Dieser alte Dummkopf hält sich für 30 Jahre jünger, als er eigentlich ist. Er wird sich in dieser Mine noch den Hals brechen. Warum erkundet er die Mine? Er ist davon überzeugt, dass die Mine wegen einer Art Verschwörung geschlossen wurde, in der die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft eine Rolle spielt. Aha. Wir sind zu Hause auf ein paar alte Briefe seines Urgroßvaters gestoßen und er nimmt jedes einzelne Wort für bare Münze. Was stand in den Briefen? Kreskius Urgroßvater hat für die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft gearbeitet. In den Briefen wird eine Art Entdeckung erwähnt, die er näher untersuchen sollte. Darin stand wirklich nichts Besonderes. Ich weiß nicht, was ihn so in Fahrt bringt. Wer war Caesarius Urgroßvater? Gratian Cerellius. Er war ein Forschungsreisender der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Er wurde in verschiedenen Minen in ganz Tamriel geschickt, wenn es dort Probleme gab. Der arme Mann. Könnt ihr euch vorstellen, euer ganzes Leben lang diese gefährliche Arbeit zu verrichten und dann vor der eigenen Haustür zu sterben? Was ist mit ihm geschehen? Es gab einen furchtbaren Unfall. Er wurde getötet, als einer der Tunnel einstürzte. Niemand hat je den Leichnam geborgen. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat diesen Abschnitt verschlossen, um weitere Tragödien zu verhindern. Kreskius ist davon überzeugt, dass die Handelsgesellschaft irgendetwas vertuschen will. Aber ich weiß nicht. Ihr habt eine andere Meinung als, Kreskius? Mein Liebster ist fast 80 Jahre alt. Als er dann die Sachen eines seiner Vorfahren gefunden hat, muss ihn das etwas verwirrt haben. Ich liebe ihn sehr und stehe immer hinter ihm, aber wenn ich zulasse, dass er dieser wirren Idee nachgeht, endet er womöglich unter einem Steinhaufen, genau wie Gratian. Kennt ihr jemanden? Nein. Wie habt ihr Kreskius kennengelernt? Um zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben, müsst ihr wissen, was er durchmacht. Kreskius ist ein Bergarbeiter in der 3. Generation. Der Bergbau war sein Leben. Als Kreskius erwachsen wurde, wurde die Ebenerzmine stillgelegt. Das hat ihn schwer getroffen. Warum hat er sich nicht anderswo Arbeit gesucht? Ich meine, die Minen gibt's wie Sand am Meer. Unser Heim war über 200 Jahre lang im Besitz seiner Familie. Wegzugehen hätte bedeutet, kostbare Erinnerungen zurückzulassen. Stattdessen blieb er auf Solstheim und verbrachte sein Leben mit der Suche nach einer neuen Ebenerzquelle. Die hat er leider nie gefunden. Vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen in eine tiefe Depression. Er schloss sich in seinem Haus ein und weigerte sich herauszukommen. Hier habt ihr euch kennengelernt? So ist es. Nachdem Kreskius allen verboten hatte, ihm etwas zu essen zu bringen, ließ Ratsherr Moorwein seine Tür eintreten, bevor er verhungern konnte. Ich war damals eine Tempelpriesterin und sollte mit meinen Heilkräften seinen geschwächten Körper stärken. Ich blieb eine Weile und kümmerte mich um ihn und dann haben wir uns wohl ineinander verliebt. Interessant. So, Freunde, bevor wir uns Kreskius zuwenden, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und fragen ihn morgen aus. Und wahrscheinlich werden wir dann diese Mine erkunden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.